Hallo und herzlich willkommen bei unserem DVD Extra, das jetzt noch so ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Viel Spaß dabei. Unsere Schauspielschule, die wir gegründet haben im Jahr 2004, die soll Kindern vor allem den Bereich Film auch beibringen. Wie könnte man Kindern besser vermitteln, wie man Film macht, als indem man ihn macht? Meine Lebensgefährtin Susanne hat eine Geschichte für ihre Kinder erfunden, das Männchen mit der Nase. Und darauf basiert dann die ganze Geschichte. Wir haben dann die Rollen entwickelt mit den Kindern zusammen, was würde wer gerne mal spielen, haben versucht darauf einzugehen. Wir hatten, glaube ich, eine ganz besondere Art, die Vorbereitungen zu machen dadurch, weil wir eben Zeit hatten, das zu entwickeln, zu verbessern, wo man sich innerlich darauf einstellen konnte. Und die Idee irgendwann führt dann direkt zur Umsetzung. Das war das Schöne, weil wir eben kein Geld hatten, sondern nur mit unserer eigenen Kreativität ausgestattet waren. Und manche, die meisten denken immer, das kostet überhaupt kein Geld, stimmt überhaupt nicht. Natürlich kostet Geld, allerdings lang nicht so viel. Dafür hatten wir Schauspieler, die was machen wollten. Na, die Arbeit ist grundsätzlich gleich, ob es viel Geld gibt oder wenig Geld. Also das ist immer das Gleiche, die Arbeit. Man muss sie machen und man macht sie vergnügt eigentlich. Und die Chancen waren hier gut, um sie vergnügt zu machen. Also Rolle, zauberhaft, will man nicht immer schon als Kind ein Zauberer spielen und dann als Erwachsener das Kind in sich wieder selbst erwecken und gerne doch mal den richtigen Zauberer spielen. Das war also eine gute Gelegenheit. Da ich nun die Kursleiterin bin, sage ich jetzt mal, von der Klasse, habe ich dann gedacht, dann spiele ich doch auch gleich die Rolle der Internatsleiterin. Ja, ist auch eine Leiterin. Der Wemmen, das war einer, der kommt aus dem Schwarzwald und wollte unbedingt dabei sein bei einem Film und dann hat sich das angeboten, weil der ehemalige Kickbox-Profi war. Ich kann sogar singen. Da niemand irgendwie Geld dafür bekommt, also alle, die mitmachen, ist es halt nicht dieser finanzielle Faktor, sondern das ist so ein Herzensding. Dann Leute, die bei sowas mitmachen, die wollen da mitmachen. Die wollen das auch machen und dadurch wird es immer gut. Besonders ist vielleicht eher, dass es ein Projekt für Kinder ist und das liegt mir natürlich am Herzen. Ich arbeite gern für Kinder, zuletzt, weil ich selber Vater bin. Aber Kinderfilme sind einfach, finde ich, ein großartiges Genre. Man ist nicht auf Zuschauerzahlen oder auf Einschaltquoten irgendwie, man muss darauf zusteuern, sondern man kann einfach machen, was man selber will. Und das ist, glaube ich, das ganz große Plus am No-Budget-Film. Ich glaube, ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn Menschen so mit Begeisterung dabei sind, das springt einfach mit in die Bilder. Das hat eine Ausstrahlung. Super. Das war eigentlich eine Schnapsidee, wirklich getrieben von meiner Neugierde. Und wir machen das Catering für Ollis Film. Und wir haben das dann tatsächlich einfach gemacht. Der Dreh, der war Wahnsinn irgendwie, weil wir hatten ein mega Pensum. Wir hatten ja nur ein Wochenende, wo alle da waren. Und der Dreh war für mich was vom anstrengendsten, was ich je gemacht habe. Mit diesen unglaublich vielen Drehorten auch. Wir waren ja drinnen, wir waren draußen, wir waren im Keller, wir waren im Wald, am Turm. Wir waren im Internat an den unterschiedlichsten Plätzen. Jeder, der mitgemacht hat, kann stolz auf sich sein. Am Anfang, muss ich zugeben, hatte ich Zweifel, ob wir das alles schaffen. Also ich sag das einfach mal, was am ersten Tag hier los war. Ich war krank. Ich habe ja Antibiotika genommen und fühlte mich also sehr, sehr angegriffen und nervös. Bei dem Außendreh natürlich, dann wollten wir auch alle verpflegt werden und auch was zu trinken haben. Und da durch den Wald die ganzen Sachen zu schleppen, das war schon ganz schön anstrengend. Also, das hat immer so viele Pannen gegeben, das gibt es gar nicht, dass man an einem Wochenende so viel falsch machen kann. Nein, Scheiße. Ja, haben Sie nicht. Also das wird für euch Konsequenzen heißen, ne? Ja? Ja, da hat man schon so ein bisschen Angst gekriegt, wenn man den Wemmen gesehen hat. Auf einmal, da sollten wir unten stehen. Dann wurde irgendwie, hat er geschrien und dann sollten wir alle so nach oben gucken. Ja. Ganz entsetzt sein, aber irgendwie muss man dann doch lachen. Okay, das bleiben wir. Ja, toll. Danke. Vor allem du. Warum?
Hat dann aber alles wunderbar geklappt und dann hatten wir nur einen zusätzlichen Drehtag. Also insgesamt haben wir diesen 30-minütigen Film in 3 Tagen gedreht. Und das ist Wahnsinn. Und dass wir das geschafft haben, das ist echt stark. Ich fand das auch ganz toll und spannend. Und ja, ich würde es auch gerne mal wieder machen. Und man hat dabei auch eben ziemlich viele Leute kennengelernt und die waren auch alle sehr nett. Es hat einen riesen Spaß gemacht, also das zu beobachten, wie dieses in sich entstandene neue Team gearbeitet hat und mit welcher Begeisterung und Freude und was für ein Einsatz die da wirklich den ganzen Tag am Machen waren. Das hat mir schon sehr gefallen. Ist schon ein bisschen komisch, sich selber im Fernsehen zu sehen. Ja, spannend war natürlich diese schwere und sehr dicke Perücke. Und gedreht haben wir ja bei, an diesem Tag waren etwa 40 Grad. Es war unglaublich heiß. Und die Kostüme waren so übereinander gelagert und auch diesen Umhang. Ich weiß nur, dass es war eigentlich wie in der Sauna drehen. Und das war auch ganz witzig, weil ich war auch völlig durchnässt. Das Kostüm war klitschenass darunter. Und das hat aber auch geholfen, mehr in diese Rolle reinzukommen noch und in diesen Wahnsinn dieser Figur. Holt sie nur mit eurer Polizei. Insofern war dieser Sauna-Effekt auch spaß- und lustvoll. Obwohl am Anfang irgendwie ein bisschen die Angst war, dass es ein Stück zu übertrieben sei, die Maske des Zauberers und des Lemmens, finde ich im Nachhinein, dass es diesen kindlichen Faktor noch unterstützt in diesem Märchen, weil es ist ja ein Märchen. Und da kann man ruhig mal ein bisschen übertreiben. Und jetzt gestalten wir es natürlich mit unseren Mitteln hier im Studio Babelsberg in der Tonabteilung, auch mit Hilfe der Abteilung und unheimlich toller Unterstützung, so gut wie wir es können. Und eigentlich denke ich, so gut wie man es überhaupt machen kann mit so einem Filmchen. Das Tolle an Mini-DV, an dem Format ist, dass man halt nicht wie beim Film diesen ganzen Umweg übers Negativ hat, sondern gleich von der Kamera das, was man aufgenommen hat, gleich in den Computer einspielt, das schneidet. Und beim Bildschnitt war der Vorteil, dass wir, da wir auf Mini-DV gedreht haben, mit Effekten auch nur so um uns werfen konnten. Das heißt, diese ganzen Verlangsamungen, die Slow-Motion-Dinger, die Verschnellerungen und sowas, das haben wir alles hier so im Computer machen können. Und wir kriegen ja auch noch die visuellen Bildeffekte vom Christian, auf die ich aber sehr gespannt bin. Dann kommt natürlich noch die Tonbearbeitung dazu, wo wir wieder Riesenglück hatten, dass wir das hier machen konnten, was für eine No-Budget-Produktion phänomenal ist. Da ich ja viele Jahre lang Ton schneide, habe ich jetzt eben die Grundlage auch gehabt, für diesen Film alles selber zu machen. Und das war natürlich, wenn man 10 Jahre lang für andere das macht, dann es an seinem eigenen Film machen kann. Das war es natürlich für mich was besonders Schönes. Es haben so viele kreative Leute jetzt schon wieder dran auch mitgearbeitet. Unter Henning, der die Erzählerstimme aufgenommen hat. Unter anderem der Herbert, unser Geräuschemacher. Ich habe eben aus Spaß an der Arbeit und Liebe zum Film auch immer schon meine Hilfe den Leuten zukommen lassen und durch meine persönliche Bekanntschaft und Freundschaft, kann man sagen, mit dem Oliver, habe ich also von schon früh sein Projekt kennengelernt und habe mich dann auch so ein bisschen in sein Filmchen verliebt und habe ihm natürlich dann meine Mitarbeit zugesichert. Die Geräuschemacherei ist ja notwendig geworden, um, wie gesagt, Störgeräusche, die der Originaltonmeister ja vom Set mitbringt, eben halt auszubügeln sozusagen. Die andere Seite ist natürlich, dass man eben aus künstlerischen Gründen manchmal Schritte überhöht, mit knarrenden Dielen operiert. Oliver hat ja hier ein Fabelwesen eingebracht, diesen Wemmen. Und der ja also sich sehr schnell durch die Landschaft bewegt und diesem Wesen Leben zu geben. Das war also schon eine Herausforderung. Und der Julian, der es aufgenommen hat für uns, da sind einfach so viele kreative Leute mit dabei. Das kommt, weil die Geschichte schön ist, weil wir was vorgeleistet haben. Die Kinder haben tolle Arbeit gemacht, unsere Schauspieler, unsere Kameraleute. Unsere Tonmänner am Set. All das hat dazu beigetragen, dass was wirklich sehr, also für mich sehr unterhaltsames dabei rausgekommen ist.
Ich habe mich gefreut, wie der Bogen jetzt sichtbar wird in der Dramaturgie und in der Geschichte. Das hatte mir natürlich vorher ein bisschen gefehlt bei den ersten Rohschnitten. Da wusste ich nicht so richtig, wo es da hingeht. Und jetzt gefällt es mir, dass sich da so eine Geschichte entwickelt, die einfach ein nettes Kindermärchen ist. Ich finde, was draus geworden ist und was für Menschen dabei waren, die dabei waren, das zu unterstützen, das hat doch eine Qualität hervorgebracht. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Für einen No-Budget-Film auf Mini-DV in 3 Tagen ist das Wahnsinn. Und ich kann echt nur noch mal auch Danke sagen für alle, die mitgemacht haben bei diesem wunderbaren Dreh. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Danke.